Eine Schülerin ist tot. Spuren von Nagellack waren an ihrer Leiche. Ich bin nämlich das einzige Mädchen, was in der Schule pinkfarbenen Nagellack trägt. Du bist aber vielleicht das einzige Mädchen hier in der Schule, die einen pinkfarbenen Nagellack genau dieser Marke hat. Und wenn schon, das hat doch überhaupt nichts zu bedeuten. Das sehe ich ganz anders. Weil genau solche Nagellackspuren in den Wunden der Toten gefunden wurden. Okay, ich gebe es ja zu. Ich hatte Streit mit Melanie. Wann? Am Nachmittag, vor 3 Tagen irgendwann. Und warum hast du uns gegenüber gestern behauptet, du kennst sie kaum? Weil ich sie am liebsten auch nicht kennen würde. Warum habt ihr euch denn gestritten? Es ging um die Anzeige gegen meinen Vater. Der würde sowas niemals tun. Und diese bescheuerte Kuh hat an der ganzen Schule rumerzählt, er hätte versucht, sie zu vergewaltigen. Du warst also mächtig sauer auf sie. Ja. Ihr habt also gestritten. Vielleicht kam es zum Kampf. Und du hast sie geschlagen? Nein, ich habe sie nicht geschlagen. Ich habe sie gekratzt. Okay, das gebe ich auch zu. Aber mehr war da nicht. Sicher? Natürlich. Gibt es Zeugen für euren Streit? Ich glaube nicht. Ehrlich gesagt hoffe ich nicht, dass es überhaupt irgendjemand mitbekommen hat. Weil diese ganze Sache einfach sowas von peinlich war. Wo warst du Montagnacht zwischen 22 und 0 Uhr? Sie meinen doch nicht, dass ich. Ich meine, ich fand Melanie echt ätzend. Aber ich habe doch nichts mit ihrem Tod zu tun. Ich fand es ganz schön schlimm, was mit ihr passiert ist, auch wenn ich sie nicht leiden konnte. Das beantwortet nicht die Frage. Wo warst du Montagabend? Ich war auf meinem Zimmer, bin früh schlafen gegangen. Gibt es dafür Zeugen? Ja, ich meine, die hat doch keinen wirklichen Grund, ihre Mitschülerin umzubringen. Was? Und was ist mit der Anzeige gegen ihren Vater? Das wäre doch wohl ein Motiv, oder nicht? Gerade die Rumdruckserei. Ich meine, die Kleine hatte Streit mit ihr und deswegen hat sie nichts gesagt. Und als sie dann noch erfahren hat, dass genau an dem Tag Melanie gestorben ist, ja, hat sie Schiss gekriegt. Ich habe was Schönes für euch. Die Spurensicherung hat das Zimmer der Toten auf den Kopf gestellt. Und das dabei gefunden. Ein Memory Stick? Mhm. Und da sind ganz schön interessante Fotos drauf. Die müsst ihr euch mal angucken. Hoppala. Ja, die Tote hatte wohl sehr reges Interesse am Sexualleben des Direktors, ne? Aber warum macht ein Mädchen solche Aufnahmen von ihrem Direktor? Von ihrem verheirateten Direktor. Ich meine, das liegt doch auf der Hand, oder? Erpressung. Ja, aber warum hat sie ihn erpresst? Und Geld ging es bestimmt nicht, davon hat sie selbst genug. Vielleicht wegen guter Noten? Ja, kann gut sein, aber das würde der Direktor ja nie zugeben. Am besten schnappst du dir Gerrit und überprüfst mal sein Alibi. Aber mit den Fotos, das sollten wir besser erstmal für uns behalten. Wir wollen ja keine schlafenden Hunde wecken. Wieso wollen Sie denn jetzt bitte wissen, wo ich zum Todeszeitpunkt des Mädchens gewesen bin? Reine Routine. Also, wo waren Sie? Sie glauben doch nicht im Ernst, dass ich mit Ihrem Tod irgendetwas zu tun habe. Warum auch? Herr Stadler, was ist denn los mit Ihnen? Warum weichen Sie denn so aus? Haben Sie irgendwas zu verbergen? Natürlich nicht. Ich war an dem Abend in meiner Stammkneipe. Und von wann bis wann waren Sie dort? Ich bin da so um 9 Uhr hin und gegen Mitternacht wieder nach Hause gefahren. Wie heißt die Kneipe denn? Alter Wirt. Und Sie können da gerne hinfahren und die Leute befragen. Die können Ihnen auf jeden Fall bestätigen, dass ich dort gewesen bin. Der Direktor hat also gelogen. Tja. Der war zwar in seiner Stammkneipe, aber nicht bis Mitternacht, sondern nur bis 9:30. Dann hat er also Dreck am Stecken. Ich meine, was ist denn, wenn er sich auf die Erpressung eingelassen hat? Danach hat er sich mit dem Mädchen getroffen und sie dann umgebracht. Und sie somit mundtot gemacht. So könnte es gewesen sein. Ja. Nur leider fehlen uns dafür die Beweise. Und jetzt? Am besten bleibt ihr erstmal am Direktor dran. Okay, machen wir bis nachher. Ciao. Tja, dann fahren wir mal zurück ins Internat. Hoffentlich schläft der Direktor heute nicht im Internat. Sonst muss ich die ganze Nacht mit ihr im Auto verbringen. Es gibt ja wohl Schlimmeres, oder? Ja, mit Michael die Nacht zu verbringen. Ah, da hast du ja noch mal Glück gehabt. Gut, dann sehen wir doch mal, wo er hin will.
wohnt doch der Kaufhausdetektiv. Was will der Schuldirektor hier? Hausbesuch. Um die Uhrzeit. Und warum hat er seinen Wagen um die Ecke geparkt und nicht hier vom Haus? Alex, bin ich Wahrsager? Habe ich hier eine Glaskugel bei mir? Ja, auf dem aber Schoß? Das ist doch komisch alles. Ach du Scheiße. Hallo! Herr Kommissar, guten Abend. Ja. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Wollten Sie zu mir? Ja, wir wollten noch mal mit Ihnen reden. Ach, das trifft sich gut. Ich komme gerade von der Arbeit. Normalerweise wäre mehr los gewesen. Ja, aber jetzt haben Sie ja Feierabend, haben Sie ja Zeit, oder? Ja. Wollen Sie mit reinkommen? Lässt sich besser sprechen. Ja, bleib mal kurz dran. Alex, ich komme nach, ja? Okay. Jetzt bin ich da. Ja, ich habe was zu schreiben. Kleinen Moment. Kommen Sie rein. Wo ist sie denn? Schatz, bist du... Oh Gott. Was ist das denn? Es tut mir leid. Was machst du hier? Schatz, es ist nicht so, wie du denkst. So, es ist nicht so, wie ich denke. Du vögelst den Typen in meiner Wohnung. Willst du mich verarschen? Nein, wirklich. Ich kann's dir erklären. Erklären was denn? Ich hab das doch nur für unsere Tochter getan, damit sie auf dieses Internat gehen kann. Wir hätten uns das niemals leisten können. Du verdammtes Schwein! Herr Möller, bitte. Überlassen Sie mir das. Ich bin ja auch nicht stolz drauf. Aber meine Güte, es hat sich halt einfach so ergeben. Diese Frau hat sich mir ja förmlich an den Hals geworfen. Und dann konnten Sie nicht anders, als die finanzielle Notlage der Familie auszunutzen. Besser gesagt, der finanziellen Notlage von Frau Möller. Weil sie wollte, dass ihre Tochter auf ihr feines Internat geht. Ja? Also ich glaube, das muss ich mir jetzt nicht anhören. Ja, ich glaube schon. Also jetzt hören Sie mal. Ich mag ja meine Vorteile aus dieser Sache mit der Frau Müller gezogen haben. Jo, das haben Sie jetzt sehr fein ausgedrückt. Ich weiß überhaupt nicht, was dieses ganze Verhör hier soll. Ich habe mit dem Mord an dem Mädchen nichts zu tun. Wieso sollte ich sie überhaupt töten? Aus gutem Grund. Wie bitte? Ich habe überhaupt kein Motiv. Also, das sehen wir anders. Was ist das denn? Ja, wie sieht das denn wohl aus? Ja, aber wer hat denn diese Fotos gemacht? Hören Sie doch auf, das wissen Sie ganz genau. Sie wissen doch ganz genau, dass Melanie Sie beobachtet hat beim Sex mit Frau Möller. Melanie war das? Och, also dieses Theater reicht mir langsam. Deshalb hat das Mädchen Sie doch erpresst und deshalb haben Sie das Mädchen umgebracht. Jetzt reicht es mir aber. Ich habe mit diesem Mord nichts zu tun. Was unterstellen Sie mir hier eigentlich? Bleiben Sie einfach mal ganz ruhig und sagen Sie die Wahrheit. Damit wäre uns nämlich allen geholfen. Das tue ich doch die ganze Zeit. Diese Fotos sehe ich heute das erste Mal. Und erpresst werde ich nicht. Tja, aber da haben wir noch ein Problem. Ihr Alibi ist geplatzt. Sie haben angegeben, dass Sie bis Mitternacht in Ihrer Stammkneipe waren. Dort sagen die Leute aber, Sie wären um 21.30 Uhr schon gegangen. Kurz vor dem Mord. Ja, meine Güte, ich bin halt an dem Abend auch noch zu Frau Möller gefahren. Ach, dann kann sie das bestimmt bezeugen, oder? Nein, das kann sie nicht. Sie war nämlich nicht zu Hause. So ein Pech aber auch. Ja, aber wieso sollte mich Melanie erpressen? Um was von mir zu bekommen? Geld hatte sie doch. Wirklich genug. Ganz genau. Was wollte sie von Ihnen? Mein Gott, wie oft soll ich es Ihnen noch sagen? Sie hat mich nicht erpresst. Frau Müller war nicht zu Hause, sagen Sie, ja? Nein, war sie nicht. Vielleicht wurde sie erpresst. Wissen Sie was darüber? Keine Ahnung. Mir gegenüber hat sie zumindest nichts erwähnt. Ja, aber man erkennt die Frau auf den Fotos doch auch gar nicht mit der Perücke. Ja, aber die Wohnung. Ja, stimmt. Ja, aber was sollte sie von dieser Familie erpressen? Ich meine, da gibt es nichts zu holen. Tja, der Stadler hat wahrscheinlich recht. Ich glaube auch nicht, dass die Leute Kohle haben. Nee. Was haben wir denn überhaupt bis jetzt? Ich weiß auch nicht. Gut, also die Tote wollte unbedingt, dass die Anzeige zurückgezogen wird. Und sie hatte Angst, dass sie mit der Vergewaltigungsgeschichte nicht durchkommt. Ich weiß, was du meinst. Sie hat die Frau des Detektives mit den Sexfotos erpresst, damit die ihren Mann, also unseren Kaufhausdetektiven, davon überzeugt, die Anzeige zurückzuziehen. Sowas in der Art hat uns der Detektiv doch auch erzählt. Ja, er hat gesagt, dass seine Frau ihn überreden wollte, die Anzeige zurückzuziehen.
Aber er ist hart geblieben. Ja, und als sie keine andere Möglichkeit mehr gesehen hat, hat sie die kleine Erpresserin umgebracht. Tja, aber wie wollen wir ihr das beweisen? Wir haben doch überhaupt nichts gegen sie in der Hand. Ich hab da, glaube ich, eine Idee, Kollege. Entschuldigen Sie die Verspätung, ich habe den Bus verpasst. Kein Problem. Schön, dass Sie gekommen sind. Worum geht es denn? Sie sagten, dass Sie mich dringend sprechen müssen. In welchem Fach unterrichten Sie meine Tochter nochmal? Mathematik. Ah, und wieso besprechen wir das Ganze dann nicht in Ihrem Büro? Naja, das Ganze hat einen bestimmten Grund. Welchen? Ist irgendwas Schlimmes mit meiner Tochter? Nein, mit Ihrer Tochter ist nichts. Sie... Ich habe mitbekommen, dass unser Direktor Sie ab und zu besucht. Das würde ich auch gerne. Was fällt Ihnen ein? Lassen Sie mich bloß in Ruhe. Die ganze Sache ist eh aufgeflogen. Mein Mann, der weiß von alledem und redet kein einziges Wort mehr mit mir. Ich hoffe, dass er mir irgendwann verzeihen kann. Frau Müller, bleiben Sie hier. Da gibt es garantiert noch eine Sache, von der Sie nicht wollen, dass sie auffliegt. Wovon reden Sie denn? Ich habe Sie beobachtet, im Wald, als Sie das Mädchen getroffen haben. Welches Mädchen? Das tote Mädchen. Ich habe gesehen, wie Sie sie getötet haben. Aber dann haben Sie auch gesehen, dass es ein Unfall war. Ich war so wütend auf dieses hinterhältige Mädchen. Ich wollte ihr nur einen Denkzettel verpassen. Sie war so fies zu mir. Sie hat mich so provoziert. Ich habe sie nur geschubst und dieser Stein... Bitte, es war ein Unfall. Sagen Sie es niemandem. Das würde Sie auch nicht wieder lebendig machen. Sie können mich auch gerne besuchen kommen, wenn mein Mann auf der Arbeit ist. Frau Müller, falls ich Sie jemals besuchen würde, dann höchstens im Gefängnis. Das ist mein Kollege Herr Grass. Wir haben Ihr Geständnis aufgezeichnet. Sie sind festgenommen, kommen Sie. Aber ich habe das alles doch nur für meine Tochter getan. Anne Möller wurde wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu 3 Jahren Haft verurteilt.